Die ganze Woche über habe ich immer wieder Nachrichten bekommen, in denen ich gefragt wurde, willst du dich eigentlich zu dem, was die Woche über von Mike über dich zu dir gesagt wurde, nichts sagen? Ich habe mir das in Ruhe angeguckt die ganze Woche. Mittwoch, Video 1, den Livestream, das Video Dienstag, das Video Mittwoch, selbst das Video am Donnerstag, wo es eigentlich darum ging zu verkünden, dass der Rosenkrieg beendet wurde, selbst da hatte mich erwähnt. Es wird also Zeit, dass ich mich mal dazu äußere. Und das tue ich jetzt. So, herzlich willkommen zum neuesten Video hier auf unserem Kanal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich kann mir vorstellen, dass euch die Thematik nicht erst seit heute relativ nervt zum Thema Mike Zeiss, dem Beef und den ganzen Dingen, die da passiert sind. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es innerhalb dieses Videos einige Trigger-Momente geben wird. Deswegen, wenn ihr mit diesem Thema nichts zu tun haben wollt, dann nicht weiter eintauchen wollt, dann bitte gerne rechtzeitig ausschalten für alle anderen, die es interessiert. Ich habe mir natürlich die Woche über Gedanken gemacht, sage ich was dazu, sage ich nichts dazu. Es waren von außerhalb geteilte Meinungen. Viele Menschen, die geschrieben haben, ignoriere das. Damit triffst du ihn am meisten. Viele andere, die gesagt haben, die Vorwürfe und die Beleidigungen sind so krass, eigentlich darfst du das so nicht stehen lassen und hinnehmen. Und nachdem ich mir, wie gesagt, jetzt 5 Tage Zeit gelassen habe, gesehen habe, dass Mike jeden Tag immer wieder mich erwähnt. Ich mir also gedacht habe, okay, du möchtest das Ganze nicht beenden, das ist offensichtlich, du möchtest nicht, dass Ruhe einkehrt. Wir werden nachher noch analysieren, woran das liegt, dass du jetzt in dieser Woche gerade dieses Fass gegen mich aufmachst und wahrscheinlich möchtest, dass ich in irgendeiner Form reagiere. Ich habe mir Notizen gemacht, weil da ist ja so viel gewesen in den beiden Videos, auf die konzentrieren wir uns, dass ich mir, wie gesagt, einige Notizen gemacht habe. Es ging los am Montag. Seine ersten Worte waren: Ihr wartet jetzt alle ein Riesenvideo, wie ich Frank Buttermann leake, wie in die Ecke gedrängt wird, zerstört, kaputt gemacht wird, seine Existenz genommen und der an den Pranger gestellt wird. Nee, genau das Gegenteil wird passieren. Also, nachdem wir alle das Video kennen, muss ich sagen, ich lache einmal ganz laut. Das Gegenteil wird also passieren. Naja, ich bin einmal gespannt. Es ging weiter damit, dass er sagte, ich werde von einer Handvoll YouTube-Kanälen weiterhin zum Thema gemacht, obwohl es kein Thema gibt, denn ich gehe meinen Weg. Du wirst von YouTube-Kanälen zum Thema gemacht, weil du ausgewandert bist und weil du Dinge preisgibst in deinen Videos, auf die man reagiert, über die man berichtet. Das machen andere Kanäle und das habe auch ich in den letzten 2, 3 Wochen in einer normalen Menge, in einem normalen Ausmaß getan. Er sagt weiterhin, ich gehe auf YouTube jetzt einen anderen Weg und biete anderen Content und die Community nimmt das gut auf. Ja, wenn man sich die Kommentare der letzten 2 Wochen durchliest, dann ist das so, dass die Community es gut aufnimmt, aber man sieht auch eindeutig, dass das Interesse nachgelassen hat, dass die Klickzahlen weit unter denen sind aus Zeiten, als negativer Content produziert wurde. Ob das im Zusammenhang mit dem Video gegen mich steht, kommen wir ein bisschen später noch dazu. Dann erzähltest du also, es gibt eine Dame aus meiner Vergangenheit, die dir ein Interview gegeben haben soll, was ich übrigens hier an dieser Stelle ganz klar bezweifle. Ja. Du sagst, das soll es geben, dieses Interview, das ist bereits gemacht, würde in der Pipeline warten. Also dieses Interview hat irgendeine Dame aus meiner Vergangenheit dir gegeben, dem Steffen Halaschka von YouTube mit dem investigativen Charme eines Günther Wallraffs und der Beliebtheit eines Erik Sindermans. Und sorry, Erik. Du weißt, wir sind ganz cool miteinander, aber der musste sein. Die Dame hat dir also erzählt, so hast du gesagt in deinem Video, auf was ich im Bett stehe, wie ich mit Geld umgehe, wie ich mit Menschen umgehe.
Und du hast sogar jemanden gesprochen, gesehen, getroffen, der mit mir die Schulbank gedrückt hat. Ist der jetzt nach Dubai geflogen und hast du getroffen? Oder warst du in Deutschland? Oder ist das Ganze schon Wochen und Monate her? Fragen über Fragen. Zum Beispiel, auf was stehe ich denn im Bett, lieber Mike? Vielleicht kannst du mich aufklären. Vielleicht lerne ich noch was dazu. Vorausgesetzt, es sind keine Lügen. Denn Lügen in der Tat kamen in diesen beiden Videos immer wieder vor. Kommen wir gleich noch zu. Und warum eigentlich immer nur im Bett? Es gibt doch auch viele schöne andere Orte, an denen man sich lieben kann. Aber ich kann dir versichern, die Damen, die in meinem Leben bis dato eine Rolle gespielt haben, ich darf kurz erwähnen, für dich, der nicht ganz so in meinem Leben und im Thema meiner Biografie drin ist, meine jetzige Beziehung inklusive Ehe geht ins 9. Jahr. Davor habe ich eine Beziehung und Ehe geführt, die über 12 Jahre ging. Da sind wir schon bei über 20 Jahren und der Rest ist lange her und eigentlich nicht der Rede wert. Aber bei einem kann ich dich beruhigen. Denn ich kann dir versichern, die Damen, die in meinem Leben eine Rolle gespielt haben, die durften mir zum einen immer ins Gesicht schauen und ich bin ihnen immer auf Augenhöhe begegnet. Also respektvoll und gleichberechtigt. Kannst du das im Gegensatz auch von dir behaupten, dass du mit den Damen in deinem Leben immer respektvoll und auf Augenhöhe umgegangen bist? Und damit rede ich nicht nur von Michelle, sondern von all den Damen aus deiner Vergangenheit. Du hast gesagt, es gehörte sich nicht, dein Privatleben durch den Schmutz zu ziehen. Und ja, da hast du in Teilen recht. Ich habe das zwar vor Wochen schon ein paar Mal in verschiedensten Formaten erklärt, vor einer Woche gerade erst wieder im Podcast Extraschicht, im Pärchen-Podcast mit meiner Frau habe ich es erzählt. Aber ich erzähle es dir jetzt hier auch nochmal gerne von Auge zu Auge. Wenn es um die Interviews geht, die ich mit deinen Ex-Affären geführt habe, bin ich weiterhin der Meinung, diese Interviews sind wichtig, sie geführt zu haben. Über den Inhalt kann man streiten, über die Fragen kann man streiten. Welche Frage war zu privat, welche Frage war zu intim, welche Frage hättest du einfach nicht gebraucht. Und trotzdem möchte ich auch nochmal sagen, es gab einige Themengebiete, die wir konsequent ausgeklammert haben. Es gab Dinge, die uns die Damen erzählt haben, wo wir gleich gesagt haben, und mit wir meine ich unter anderem auch Ramon Wagner, mit dem ich ja das Interview zusammen mit der Janice geführt habe, wo wir in einer gemeinschaftlichen Absprache gesagt haben, das thematisieren wir nicht. Und das war nicht nur ein Thema. Weil selbst da wir gesagt haben, das ist so unterirdisch, das ist reines Ergötzen, wollen wir nicht drüber reden und haben wir nicht getan bis zum heutigen Tage. Wie gesagt, es mag trotzdem Fragen geben, wo du zu Recht sagst, sie sind drüber gewesen oder sie sind zu intim gewesen. Trotz allem stelle ich keines der Interviews in Frage. Jede dieser Frauen hat eine Plattform verdient, weil sie sich diese Plattform gewünscht hat, weil sie gesagt hat, ich möchte der Öffentlichkeit sagen, was ich mit Mike Zies erlebt habe. Und du bist doch derjenige, der sich auf seinem Kanal das Recht rausnimmt, über alles zu sprechen. Hast du nicht immer wieder auch am Rande über die Ex-Affären gesprochen, aber in erster Linie über Michelle, immer und immer und immer wieder Privates nach außen gekehrt. Dir war es scheißegal, ob es ein Persönlichkeitsrecht gibt. Und wir reden hier über deine noch Ehefrau. Das war dir scheißegal. Und du kommst mir damit, mir zu sagen, das ist zu privat, das tut man nicht? Wie gesagt, legitim, dass du das sagst. Und auch ich sehe es heute so, dass die ein oder andere Frage auch genauso gut nicht gestellt werden hätte müssen. Aber sorry, da fass dir bitte an die eigene Nase. Was hast du auf YouTube getrieben die letzten Monate? Immer und immer wieder. Und es macht es nicht besser, dass du die Livestreams und Videos gelöscht, geschnitten oder entschärft hast. Und außerdem, keines dieser Interviews war gespickt mit Beleidigungen, Bedrohungen oder Erpressungen. Das ist leider dein Thema.
In der Regel haben die Frauen am Ende eines Interviews sogar immer sowas gesagt wie, dass sie dir nur das Beste wünschen, dass sie hoffen, dass endlich Ruhe eintritt, dass du endlich eine gesunde Beziehung führen kannst, dass du endlich dein Glück findest. Keiner dieser Frauen, die bei mir im Interview waren, haben dich beleidigt, dich beschimpft oder dir am Ende was Schlechtes gewünscht für die Zukunft. Dann hast du weiter in deinem Video gesagt, ich bin eine ganz arme Wurst. Ich kann nix, ich bin nix und ich werde nie was werden. Na dann sind wir beide doch mit Sicherheit im selben Club Mitglied, oder? Du, ich will an dieser Stelle, und das habe ich mir fest vorgenommen, ich werde dich hier nicht beleidigen, ich werde dich hier nicht bedrohen und ich werde dich hier nicht erpressen. Das hast du in deinen Videos getan. Und ich werde auch nicht unter die Gürtellinie gehen. Aber ich habe eine Familie, eine Frau, die ich und die mich liebt und jederzeit hinter mir steht. Und zwar ohne Wenn und Aber. Ich kann mit dem, was ich arbeite und was ich tue, meinen Kühlschrank zu jeder Zeit füllen und habe ein Dach über dem Kopf. Klar, ich könnte jetzt noch ein paar Scherze über Möbel, Anzeigen, über die sprechen wir gleich übrigens noch, und ständig wechselnde Wohnorte machen. Aber darauf verzichte ich. Denn mir das Video ist mir heute in der Tat sehr ernst. Weil du Dinge gesagt hast, die absolut gar nicht gehen. Das, was du in dieser Woche in deinen Videos gesagt hast, das sind Straftaten. Das sind Blicke auf deinen Charakter. Und wenn ich mir die Kommentare unter deinen Videos so durchlese, dann sehen wir, dass es überhaupt nicht das ist, was die Leute sehen wollen, was du ihnen vor 2 Wochen versprochen hast, nämlich den positiven Content, den Auswanderer Mike Zies, das Auswandererpärchen Mike und Delia, die mit einem Lächeln, die mit einem positiven Blick nach vorne schauen. Das hast du mit diesen beiden Videos zerstört. Ich könnte jetzt, und ich habe mir eine Liste gemacht, ich könnte jetzt jede Beleidigung, jede Drohung aufzählen, sie auseinanderpflücken. Aber nein, das mache ich nicht. Aber ich fasse mal trotzdem die krassesten Dinge zusammen, damit die Menschen da draußen, die das jetzt sehen und deine Videos nicht gesehen haben, damit die wissen, was du von dir gegeben hast am Montag in deinen beiden Videos. Du nennst mich erneut ein Hurensohn. Ja, du kürzt es mit den Buchstaben HS ab. Wir wissen aber, was du meinst. Du hast mich schon mal als Hurensohn betitelt am Instagram Live. Du weißt, dass ich dich dafür angezeigt habe. Und du hast es hier wiederholt. Du sagst im selben Atemzug übrigens, warum ich mich da so beleidigt fühle. Wenn sich jemand beleidigt fühlen könnte, dann wäre es meine Mutter. Ich habe eine kleine Info für dich. Meine Mutter ist vor 11 Jahren gestorben. Sie hatte Darmkrebs, einen Schlaganfall und am Ende wurden Metastasen im Gehirn festgestellt. Und sie ist daraufhin relativ schnell verstorben. Aber ich richte ihr gerne aus, dass sie sich bei dir beschweren kann, eine Hure genannt worden zu sein. Und dafür, dass du das wieder gesagt hast und in einem Video bestätigt hast, dass ich das auch wirklich bin, werde ich erneut rechtliche Schritte in die Wege leiten. Und da darf jeder da draußen sagen, stell dich mal nicht so an, bei dem, was du gemacht, gesagt hast, muss man das abkönnen. Ich entscheide für mich, was ich toleriere und was ich nicht toleriere. Nenn mich Arschloch, nenn mich was auch immer. Aber es gibt einfach Beleidigungen, die lasse ich nicht einfach so stehen. Und dieses Wort gehört dazu. Denn ich habe sowas wie eine Familienehre. Und auch wenn meine Mutter seit 11 Jahren nicht mehr lebt, ist das eine Art Verteidigung, die ich damit ausübe. Dann sagst du weiterhin, ich verbreite Lügen, während meine Frau zur Arbeit fahren muss, was sie ja gezwungenermaßen tut, was sie auch schon x-mal in unserem Podcast erzählt hat, dass sie ihren Job liebt über alles. Und dass sie froh darüber ist, dass ich eine Zeit lang Kinder versorgt habe, den Job des Hausmannes gemacht habe, dann aber auch bis März dieses Jahres wieder arbeiten war und auch jetzt über YouTube den Anteil zum Lebensunterhalt dazu verdiene. Und ich darf dir sagen, lieber Mike,
dass wir ungefähr dasselbe Geld jeden Monat in den Pott schmeißen. Ich mit YouTube und sie mit ihrem Job. Kannst du das von dir auch behaupten? Wie gesagt, du sagst, meine Frau fährt zur Arbeit, während ich vor dem PC sitze und den ganzen Tag masturbiere und Dreck in die YouTube-Welt verbreite. Was sollte jetzt da die Beleidigung sein? Das Masturbieren oder, I don't know, machst du doch auch. Zwar unter der Dusche und verschickst diese Videos dann, aber so what? Und jetzt mal ganz im Ernst, ich habe gesagt, ja, ich will mir den Sarkasmus heute sparen, aber was soll das? Was willst du mir hier sagen? Dann behauptest du, ich vernachlässige meine Familie. Und du stellst die Frage an meine Frau, was für einen Partner sie an ihrer Seite hat. Es wäre besser für mich, wenn ich alleine im Leben bleiben würde. Wie gerade schon erwähnt, wir gehen ins 9. Jahr. Wir sind so glücklich wie am ersten Tag und es wird niemanden geben, der uns auseinanderbringt. Du sagst weiterhin, es wurde YouTube, Google, es wurden Anwälte kontaktiert, um meinen Kanal dicht zu machen. Warum ist er bis dato nicht dicht? Ach ja, und es laufen seit Monaten mehrere Anzeigen gegen mich. Hast du gesagt, die Kripo wurde eingeschaltet. Ich frage mich allerdings immer noch, wieso bis heute kein einziger Brief in meinem Postkasten gelandet ist, der mich zu einer Anhörung einlädt, zu einer Aussage, die ich machen soll. Ist das nicht der normale Weg? Also, ich habe dir gesagt, ich habe dich angezeigt aufgrund der Beleidigung. Und hier, das ist das Schriftstück zur Anzeige. Ich kann das jederzeit belegen. Aber du, das wissen wir, entziehst dich gerne der Zustellung von Briefen, von anwaltlicher Post, von Behördenbriefen. Deshalb vielleicht gestern Berlin, heute München, morgen Dubai? Da sagst du, ich werde das niemals machen, wie ihr das macht. Da bin ich nicht so wie ihr. Weiter geht's mit Beleidigungen in deinen Videos. Wie sagst du? Ein dreckiger Kanal, du verstößt gegen jegliche YouTube-Richtlinien. Ernsthaft? Guck dir die Videos in dieser Woche an, in denen du mich beleidigst, mich erpresst. Ich möchte nie wieder richtig arbeiten gehen, sagst du zu mir. Auch wieder willkommen im Club oder was hast du jetzt die letzten 12 Monate so getan? Du sagst, ich bin widerlich, über meine Sexpraktiken willst du erst gar nicht sprechen und sagst dann, sieh es als eine Drohung oder als eine Warnung. Du brauchst nicht glauben, bloß weil du im Allgäu sitzt, dass du in Sicherheit bist. War das eine Drohung? I don't know. Dann sagst du, wie muss sich meine Frau fühlen? Unter mir und auf mir drauf. Einfach ekelerregend, sagst du. Dann nennst du mich einen kleinen überheblichen Pisser. Ich bin auf YouTube der größte Abschaum. Ich bin ein Opfer. Ich habe hässliche Podcasts. Und du sagst wortwörtlich, als dir meine Ex erzählt hat, wie ich im Bett bin, ist dir schlecht geworden. Du hast Partys gefeiert, du kennst dich aus, sagst du, Partys gefeiert like Till Lindemann. Was heißt das? Du hast Partys gefeiert wie Till Lindemann? Ich meine, wir kennen alle die Unterstellungen oder die Geschichten oder die Gerüchte, egal was dran ist oder nicht. Egal, aber meintest du das damit, dass du solche Partys gefeiert hast? Dünnes Eis erziehst, dünnes Eis. Und dann sagst du etwas, was ich besonders krass finde. Und da reden wir schon in Richtung Rufmord. Ich habe nun mehr als einmal in den letzten Monaten die Verfehlungen meiner Vergangenheit der letzten 25 Jahre erzählt, reflektiert. Fing ja schon damit an, dass ich vor 10 Jahren ein Buch geschrieben habe, wo ich unter anderem davon erzählt habe, dass es 2009, 2010 ein paar Monate gab, wo ich bei einem Radiosender gearbeitet habe, was du mir bis heute absprichst. Ich habe nie bei einem Radiosender gearbeitet und bin auch kein Journalist. Wobei ich mich frage, wie es denn dann zur Straftat gekommen ist, wo ich
schwarz gearbeitet habe und gleichzeitig Arbeitslosengeld bezogen habe. Danach gab es eine Anzeige. Ich habe beim Arbeitsamt gesagt, stimmt nicht. Habe das unterschrieben. Das kam erschwerend dazu. Es gab eine Anzeige. Es gab eine Gerichtsverhandlung. Und es gab eine Verurteilung. Du sagst, stellst es so einen Raum und sagst, wer weiß, ob es wirklich so ist. Stellst aber in den Raum, dass meine Straftat, dass meine Verurteilung mit einer Frau zusammenhängen könnte. Was suggerierst du hier? Ich frag nur, auf was willst du hinaus? Dass Gewalt im Spiel gewesen sein soll gegen eine Frau? Vielleicht noch Schlimmeres? Auch da wäre ich verdammt vorsichtig. Auch das lassen wir aktuell rechtlich prüfen. Dann schwenkst du auf einmal um in deinem Video und sagst, ich will mit dem künstlich erzeugten Beef auf YouTube nichts zu tun haben. Okay, was machen diese beiden Videos gerade als genau das? Ich fahre einen neuen Content und der ist ehrlich. Zumindest in den beiden Videos, die sich auf mich beziehen, sind diese Videos vieles. Beleidigend, verachtend, erpresserisch, aber nicht ehrlich. Du sprichst natürlich auch mal wieder die Spendengeschichte an, sagst, ich bettle nach über 20.000 Euro. Wir wissen mittlerweile alle, nach 24 Stunden wurde die Summe auf 5.000 Euro runtergesetzt. Das ist eine GoFundMe-Spendenaktion für Equipment, für zukünftige Projekte. Wissen wir mittlerweile alle die Geschichte. Alles gut, darfst du gerne nochmal erwähnen und sagen, wie scheiße du das findest. Aber erklär du mir doch mal, warum du zum Beispiel in deinen Kanalmitgliedschaftsstufen eine Kanalmitgliedschaft für 25 Euro pro Monat anbietest. Und was bietest du dafür? Ah, du hast es auf YouTube selber schon erklärt in der Beschreibung, da steht drin, weil du es kannst. Du sagst weiter in deinem Video, das, was ich mit dir gemacht hätte, das wird vor Gericht geklärt. Du hast dein gutes Recht. Es ist dein gutes Recht, wenn Staatsanwaltschaft, wenn Richter, wenn der Staat sagt, es besteht ein öffentliches Interesse, es wird eine Gerichtsverhandlung geben, dann ist das so und dann wird das vor Gericht geklärt. Das ist dein gutes Recht. Aber es ist nicht dein gutes Recht, mich persönlich zu beleidigen, zu bedrohen und zu erpressen. Denn seit diesem Montag verbietest du mir, auf meinem Kanal deinen Namen zu nennen und über dich zu berichten. Gar mich öffentlich überhaupt noch zu dir zu äußern. Du machst das seit Montag jeden Tag. Und nach diesen Videos von dir soll ich mich nicht äußern dürfen? Sorry, vergiss es, Mike. Du verlangst etwas von mir, was du selber nicht einhältst. Und warum eigentlich gerade jetzt? Ich wiederhole nochmal, die letzten Videos, die ins Eingemachte gingen, ich habe jetzt nicht aufs genaue Datum geguckt, sind aber locker 6, 7, 8 Wochen her. Seitdem gab es 3, 4 Videos in Abstand von Wochen, die sich mit deiner Auswanderung beschäftigt haben, die wie viele andere YouTube-Kanäle auch darüber berichten. Was hat dich dazu bewogen, an diesem Montag zu sagen, ich mache jetzt diese beiden Videos und zeige ein Gesicht von mir, wo ich doch all meinen Zuschauerinnen und Zuschauern vor 2 Wochen geschworen habe, das nicht mehr zu tun, den positiven Content zu zeigen. Was hat dich an diesem Montag so getriggert? Du hast doch bereits, wenn du jetzt erklärst, ich werde ja wohl noch sagen dürfen, dass ich es scheiße fand, dass du monatelang so viele Videos gemacht hast. Ich korrigiere nochmal gerne, für alle ist es bis zu dir wahrscheinlich noch nicht vorgedrungen. Diese Zahl 160 habe ich selber mal in den Raum geworfen, war darauf bezogen, wann der Name Mike Zies überhaupt irgendwann mal erwähnt wurde und so weiter und so weiter. Sommer schon bis zum Sommerhaus zurück. Wirkliche Videos über dich und dem, was du tust, inklusive der Interviews, waren das nicht mehr als 50 bis 60. Auch das ist eine Menge. Aber zähl doch mal bei den anderen Kanälen durch. Zähl doch mal ab gestern die letzten 6 Monate zurück, wie viele Videos auf anderen Kanälen über dich gemacht wurden. Also, warum gerade jetzt, wo du dich doch darauf konzentrieren wolltest, positiven Content zu machen? Und wie gesagt, du hattest vor einigen Wochen, als wir unseren Deal hatten,
hattest du ja zwei Videos, in denen du dich ausgekotzt hast und auch schon beleidigend wurdest. Dann hatten wir eine Abmachung, die hieß, ich nehme das Video von Lexi runter und du nimmst eines der beiden Videos runter, was ich als besonders krass erachtet habe oder als besonders beleidigend. Wir haben uns geeinigt, du hast das Video runtergenommen, ich habe das Video von Lexi runtergenommen und es war alles gut bis zu dieser Woche Montag. Heißt das, du hast dich jetzt gegen diesen Deal gewandt und dieser Deal existiert nicht mehr? Weil es gibt ja jetzt zwei neue Videos, in denen du mich wieder beleidigst, bedrohst und erpresst. Heißt das also, ich darf auch das Video von Lexi wieder online stellen, weil diesen Deal gibt es jetzt nicht mehr? Und ich frage dich nochmal, warum seit dieser Woche Montag? Weil du gemerkt hast, und das ist legitim, du hast gemerkt, dass dieser positive Content nicht gut klickt, das, was du mir ja im Gegenzug auch unterstellst, dass andere Formate außerhalb von Reality, außerhalb von mit den Namen gewisser YouTuber oder deinem Namen nicht funktionieren? Wie ist es mit deinem positiven Content aus Dubai? Die Kommentare sind positiv. Und das gönne ich dir von Herzen. Sie schreiben alle, wie toll du jetzt bist, wie reflektiert, du lachst wieder, du bist fröhlich, du schaust positiv in die Zukunft. Und das gönne ich dir von Herzen, wirklich. Aber du merkst, dass diese Videos nicht ansatzweise das gleiche Interesse hervorrufen wie die Videos mit negativem Content. Die Videos damals mit Michelle, ich packe aus, ich erzähle alles. Selbst noch, als es darum ging, mit Delia in München, was ist jetzt da? Sind wir zusammen, sind wir getrennt? Ach, diese ganzen Trennungsgeschichten, Videos zusammen, nicht zusammen, wir haben uns ausgesprochen. Selbst diese Videos haben rund 15.000 Klicks gehabt. Deine Dubai-Videos von Tag zu Tag weniger. 2.000, 3.000. Alleine die beiden Videos über mich haben insgesamt beide, glaube ich, 13, 14, 15.000. Ich glaube, eins hat 8.000, eins hat 5.000, rund 13.000. Also im Gegensatz zu Videos aus Dubai mit positivem Content, das fast Dreifache. Ja, somit verdienst du auch das Dreifache. Und ich kann mir vorstellen, dass das Geld knapp wird in Dubai. Und da verstehe ich dich sogar ein Stück weit. Aber das rechtfertigt dich nicht, in solchen Videos so über mich zu sprechen und so dein Geld zu verdienen und gleichzeitig zu verlangen, dass ich meinen Mund halten soll. Und weil du gesehen hast, dass die Videos der letzten Tage nicht so besonders gut geklickt haben, nicht gut performt haben, die Menschen anscheinend nicht dazu bewegt haben, einzuschalten, ist das auch der Grund, warum du heute Morgen auf Instagram angekündigt hast, über Patrick ein Video zu machen? Und ich bin wahrlich nicht im Thema drin und hänge mich da auch überhaupt nicht rein. Ich habe das gelesen, was überall zu lesen war, in der Presse und so weiter. Aber du sagtest heute Morgen auf Instagram, ihr habt telefoniert, du hast ihn zur Rede stellen wollen. Er hat gesagt, stimmt alles nicht, er streitet es ab. Also sagst du, ich mache ein Video und erzähle alles haarklein. Und sagst sogar schon wieder in drohender Weise, Patrick, jetzt mache ich dich berühmt. Wie gesagt, ich verteidige den Patrick in keinster Weise. Aber ist das jetzt ein Muster? Weil du gemerkt hast, die beiden Videos gegen mich klicken zumindest besser? Sorgen wieder für Traffic, sorgen für mehr Einnahmen. Also suchen wir uns den Nächsten, über den du Videos machst, mit negativem Content. Hast du nicht Anfang der Woche in deinen Lives noch gesagt, ja, alles kritisch, kann man kritisch sehen mit dem Patrick, aber hat ein gutes Herz, das weißt du, ist ein feiner Kerl. Hat sich also auch schon wieder erledigt. Okay. Heißt also am Ende, Mike Zies entscheidet, wer hofiert oder gerichtet wird. Und zwar gnadenlos. Aber auch hier, wenn man sich die Kommentare durchliest unter den beiden Videos über mich, sprechen die Kommentare ja eine recht deutliche Sprache. Von fass dir mal in die eigene Nase über was hast du dir denn schon alles geleistet bis und schon zeigt der Mike wieder sein wahres Gesicht. Ach so, habe ich gerade ganz vergessen, wollte ich noch sagen. Du sagst ja, es gibt noch angeblich so viele Straftaten und Leichen in meinem Keller. Also ich habe ein Führungszeugnis, in dem es keinen Eintrag gibt. Auch ein erweitertes Führungszeugnis, was also noch sensibler gefertigt wurde, wenn man zum Beispiel Tätigkeiten macht, wie in Schulen, Kindergärten und so weiter, wo man ein erweitertes Führungszeugnis braucht. Mein Führungszeugnis ist komplett leer. Ist das bei deinem auch so?
Oder hast du nicht letztes Jahr auch eine Verurteilung mit einer Geldstrafe gehabt? Also, um es nochmal auf den Punkt zu bringen, Mike. Ja, ich verstehe, wenn du das ein oder andere Video von mir drüber fandest oder dir die Interviews unangenehm waren, weil sie zu sehr in dein Privatleben gingen. Das darfst du zu Recht anklagen, das darfst du zu Recht kritisieren, monieren und sagen, dass du das scheiße fandest und findest. Aber du wolltest nie in einen persönlichen Austausch gehen. Ich habe dir immer angeboten, lass uns miteinander telefonieren oder als du noch in München warst, habe ich dir sogar angeboten, lass uns treffen. Sag mir, welche Interviews dir noch ganz besonders schwer am Magen liegen und lass uns einfach drüber reden. Hast du immer abgelehnt, du hast gesagt, du willst nie was mit mir zu tun haben, du willst nicht mit mir telefonieren. Respektiere ich. Aber überlege du doch mal, was du in den letzten anderthalb Jahren auf YouTube gemacht und veröffentlicht hast und wen du alles durch den Dreck gezogen hast. Wollen wir das jetzt gegenseitig miteinander aufwiegen oder wollen wir es einfach mal gut sein lassen? Ich wiederhole jetzt nochmal, was ich schon vor Wochen zu dir gesagt habe. Videos wie die in der Vergangenheit wird es über dich bei mir nicht mehr geben. Und die gibt es auch bereits seit rund 2 Monaten nicht mehr. Aber alles das, was du veröffentlichst, selber preisgibst, das darf und werde ich weiter in Videos verarbeiten und darüber berichten. Ich lasse mir keinen Maulkorb erteilen und habe wie jeder andere YouTuber die gleichen Rechte. Schon mal was von Pressefreiheit gehört? Ich darf wie jeder andere darüber berichten. Hör auf, über mich Lügen zu verbreiten, mich zu bedrohen, mich zu erpressen. Denn ich werde mir das nicht gefallen lassen. Und ich werde das rechtlich prüfen lassen. Und trotz allem, Mike, und das meine ich ganz, ganz ehrlich, wünsche ich dir in deinem neuen Leben mit Delia, die dir anscheinend gut tut, weiterhin viel Erfolg. Sei wie du bist und kreiere nicht ständig etwas Künstliches, nur weil der Rubel nicht so rollt, wie du es dir erwartet hättest oder es dir gerade wünscht. Ich wünsche dir außerdem, dass du endlich zur Ruhe kommst und so etwas wie Glück und ein Ankommen in deinem Leben als Ziel erreichen wirst. Das wünsche ich dir wirklich von Herzen und würde mir vor allem wünschen, dass jetzt endlich Ruhe ist.